Guten Morgen. Ich wollte heute mal wieder so einen ganz normalen Alltagsvlog drehen. Sorry, jetzt war ich gerade abgelenkt. Einen ganz normalen Alltagsvlog drehen. Und ich habe gerade ein Problem mit meinen Klamotten, weil wir haben so irgendwas um die 20 Grad. Also es sollen heute um die 20 Grad werden. Wahrscheinlich ist es jetzt noch ein bisschen kälter draußen und ich bin gerade völlig planlos. Vielleicht ziehe ich einfach nur eins meiner Sommerkleider, was ich jetzt normalerweise angezogen hätte, mit einer Jacke an. Muss man Strumpfhosen anziehen? Also der Jahreszeitenübergang fällt mir immer ganz offensichtlich sehr schwer, mich da klamottentechnisch wieder einzufinden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal vor meinen Kleiderschrank und gucken mal. Also ich bin tatsächlich gerade ein bisschen überfragt. Überlege aber, ob ich dieses schwarze lange Kleid anziehe und einfach tatsächlich eine Jacke drüber. Ja, was ich euch aber zeigen wollte, ist, Unterwäsche. Das ist mein neuer BH und ich finde ihn ganz, ganz toll. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter zu meiner BH-Geschichte kurz ausholen. Also ich bin eine Frau, die schon immer, 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 immer große Brüste hatte und es hat immer, 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 immer zu Problemen mit den BHs geführt. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, weiß nicht, vielleicht ist das bei Frauen mit kleineren Brüsten einfach auch so, dass das Thema BH einfach immer problematisch ist. Immer. Also ich war auch schon in teuren Geschäften und habe teure BHs gekauft und die haben einfach nur wehgetan. Die konnte man nicht tragen, weil sie einfach nur wehgetan haben. Es war ganz furchtbar. Also entweder haben sie halt einfach nicht gepasst. Es ist alles rausgefallen. Sie saßen unmöglich. Es tat weh beim Tragen. Unmöglich. Und ich glaube, ich hatte so vor 3, 4 Jahren habe ich ganz günstig einen ganz tollen BH bei Tchibo mal gekauft. Und habe den seither fast täglich getragen, außer wenn ich ihn tatsächlich waschen musste, weil der so toll war. Und jetzt ist der kaputt gegangen und die haben den nicht mehr. Und ich war echt verzweifelt. Also erstmal ist es ein Problem, meine Größe zu bekommen. Dann, dass die noch gut aussehen, dass die passen, dass die angenehm sind. Die letzten Wochen waren einfach furchtbar auf der Suche nach einem neuen BH. Und dann habe ich durch Zufall auf Instagram einen Beitrag gelesen von Die Checkerin, wo sie einen ganz, ganz tollen BH vorgestellt hat. Und sie hat eine ähnliche Brustgröße wie ich. Und daraufhin habe ich tatsächlich aufgrund dieser Instagram-Empfehlung und deswegen verurteilt Werbung nicht so krass. Ich mag das auch immer nicht, aber man kann da wirklich was für sich mitnehmen. Habe ich tatsächlich diesen neuen BH aufgrund ihrer Empfehlung gekauft und ich möchte euch den gerne weiterempfehlen, weil der wirklich richtig, richtig toll ist. Ich habe mir hier extra dieses Schnipschen hier aufgehoben, weil ich dachte, dass ich mir vielleicht noch mal einen zweiten bestellen werde. Und da wollte ich nicht noch mal suchen müssen. Und ich werde mir auch einen zweiten bestellen. Und zwar erstmal, die Marke heißt Cosabella. Ich verlinke euch die auch mal unten in der Infobox. Und ich habe aus der Curvy Collection den New Curvy Sweetie Soft Bra in der XL in Schwarz. Der ist ohne Bügel. Das ist tatsächlich mein erster Nicht-Still-BH ohne Bügel. Und ich finde es aber sehr, 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 sehr gut. Also man hat hier unten so ein Band. Trotzdem, was sehr angenehm ist, ne? Ihr seht, ist schwarz, spitze, Träger verstellbar. Hat auch nicht klassisch vorgeformte Körbchen oder so ein Schnicki-Schnacki. Sitzt trotzdem perfekt und macht echt eine ganz, ganz tolle Form. Und so hier sieht ihr dann halt von hinten aus. Also den kann man halt auch nicht auf und zu machen. Der ist so zum Drüberziehen, wie so ein Bandeau-Top vielleicht, könnte man schon sagen. Aber ich mag den sehr und ich werde mir tatsächlich noch einen zweiten, vielleicht auch sogar noch einen dritten bestellen und alle anderen BHs aus meinem Schrank entfernen, die nicht richtig passen, die wehtun beim Tragen, die einfach schon alt und nicht mehr schön sind und durch diese tollen neuen BHs ersetzen. Und weil das für mich echt immer so ein Hassthema ist, BHs zu kaufen, wollte ich das heute an der Stelle gerne mal mit euch teilen. So, es ist Frühstückszeit.
Also das, was ihr hier seht, ist mein Frühstück in 90% der Fälle. Also das ist Porridge. Und heute mit einer Handvoll Heidelbeeren. Und was ich immer morgens trinke, jetzt seit ein paar Wochen, ist ein Becher Wasser mit einem Tropfen Copaiba. Also Copaiba ist so mein absoluter Allrounder, der also stärkt das Immunsystem, das Nervensystem, hilft mir unglaublich bei meinen Kopfschmerzen und das nehme ich quasi so prophylaktisch und genau, werde jetzt erstmal frühstücken und nebenher schaue, höre ich Musik bei Deluxe Music. Also das, was früher so Viva für mich war, ist jetzt Deluxe Music. Liebe ich. Läuft bei mir viele Stunden am Tag. So, morgens ist immer alles relativ streng getaktet. Selbst an einem Montag, wo ich die Kinder erst nachmittags wiederbekomme, ist natürlich noch was ganz, ganz anderes, wenn die zu Hause sind. Das zeige ich aber übrigens mal im nächsten Vlog. Da wollte ich euch so ein bisschen meine Alltagsroutine zeigen. Ich räume jetzt hier mein Frühstück weg. Mache mir jetzt einen Tee. Ah, mir fiel gerade noch was anderes ein, was ich machen muss. Verdammt. Mache mir jetzt einen Tee, weil ich in 20 Minuten ein Coaching habe. Schreibt mir mein Freund gerade so: Guten Morgen, ich wünsche dir einen tollen Tag. Vergiss deinen Termin gleich nicht. Nein, ich bin da sehr. Ich vergesse meine Termine nicht. Also das sind wirklich extreme Ausnahmen, wenn ich mal irgendwas vergessen sollte. Ich habe einen neuen Tee eingekauft. Den muss ich euch gleich unbedingt zeigen. Der ist nämlich super, 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 super lecker. Moment. Ich suche den mal schnell raus. Und zwar der hier. Persischer Granatapfel. Könnt ihr echt mal probieren. Also mir schmeckt der echt sehr gut. Puh, das war krass. Also krass schön. Wirklich sehr, 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 sehr schön. So, ich muss jetzt noch schnell was für die Post fertig machen. Und dann mache ich los. Ich werde heute nämlich gebraucht auf meiner Ehrenamtsstelle. Und da fahre ich jetzt hin. Regnet das? Nee, es ist nur grau und ganz leicht wenig windig. Ich werde jetzt mal gucken, was ich hier jetzt noch für eine Jacke drüber ziehe und ob das so geht. Im Kleid. Ohne Strumpfhose. Ich muss ja nicht, bin ja nicht so viel jetzt draußen. Genau, das mache ich jetzt erstmal und wir hören uns dann später nochmal. So, ich war jetzt noch einkaufen und bei der Post. Nur noch was abholen. Ich habe jetzt 15 Minuten ungefähr Zeit noch, bevor ich dann die Kinder abholen fahre. Und deswegen nutze ich jetzt diese 15 Minuten für eine kurze Meditation, um einfach ja, mal kurz auszuspannen, neue Energie zu tanken, damit es dann weitergehen kann. Streets tonight, lighted by the city lights, try to tell myself.